Hallo und herzlich willkommen bei Valheim. Endlich geht's los, ihr habt abgestimmt. Weit über 300 Leute haben an der Umfrage dran teilgenommen. Vielen Dank dafür und es war schon relativ zeitnah abzusehen, dass es wohl Valheim wird. Mit ungefähr 59% hat dieses Spiel gewonnen und 41% ging an den ersten Forest-Teil. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe auch endlich meine kleine Krankheit überstanden. Gott sei Dank, alles gut gegangen. Und ja, mir geht's wieder wunderprächtig und hoffentlich geht's uns auch bald in diesem Spiel wunderprächtig. Wir werden die Atmosphäre des Spiels aufsaugen, wir werden die ganze Sache ganz entspannt angehen. Wir legen gleich einen neuen Charakter an, eine neue Welt und dann steigen wir ein in das Wikingerleben. Und ja, das Spiel selber ist schon eine ganze Weile draußen, die meisten kennen das auch, ne? Und ja, haben auch immer mal vorgeschlagen, spiel das doch mal. Ich selber habe das zum Early Access Start und zwischendrin immer mal so ein paar Stündchen gespielt und kenne den Anfang so ein bisschen, ne? So ein paar Sachen weiß ich oder habe die noch so ein bisschen im Kopf, was man so wie machen kann und muss und darf, und Dinge, die später vorkommen, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht großartig andere Zonen in dem Spiel, ne? So die ersten ein, zwei kenne ich und dann hat sich es auch schon erledigt. So ein bisschen gebaut hatte ich immer mal was, aber nie wirklich richtig weit selber gespielt. Und ja, ich spiele es auch nach wie vor wieder alleine und es wird alles ein bisschen gemächlicher und ruhiger hier vonstatten gehen, ne? Ich werde hier nicht durchwaschen, wir schauen uns alles schön an und einen kleinen Kniff habe ich für uns sogar noch eingebaut und an den müssen wir uns wahrscheinlich alle erstmal so ein bisschen gewöhnen. Ich vielleicht nicht mehr so, denn ich habe da schon so ein bisschen getestet, ob das auch so funktioniert. Und das geht auch ganz gut. Dann eine andere Mod habe ich installiert. Und zwar ist das die Willi Schlag mich tot HD Textur Mod. Irgendwo kommt es auch gleich, wenn wir das Spiel reinladen. Und noch eine andere Sache. Valheim Plus gibt es natürlich auch noch, wo man sehr, sehr viele Dinge mit einstellen will und, oder kann. Es gibt auch viele andere Modifikationen noch. Und ich habe da jetzt... Ja, in den letzten Tagen hatte ich ein bisschen Zeit so durchs Internet gestöbert und geschaut, was es so für Mods-Empfehlungen gibt, was es alles überhaupt für Mods gibt. Und ich möchte eigentlich nichts installieren, was großartig das Spielerlebnis, so wie die Entwickler sich das vorgestellt haben, beeinflusst. Also, ne, Drop-Chancen oder neue Items oder andere Items oder Veränderungen im Tagesablauf oder gut, Bauoptionen können wir dann später mal gucken, ne, falls ich irgendwann mal alles ausgeschöpft haben sollte, was das Basisspiel so bietet, was man da vielleicht noch zunimmt. Also da gibt es eine ganze Menge, ne, oder Inventarerweiterung oder. Aber das möchte ich eigentlich so klassisch lassen, wie es das Spiel hergibt. Da bin ich zumindest zum Anfang erstmal kein großer Freund, dass wir da rumexperimentieren, weil wenn du da einmal angefangen hast, sagst, ja, nee, komm, ich hätte noch gern 8 Inventarslots mehr und dann das Gepäcklimit möchte ich aufgehoben haben und so weiter und so fort. Es gibt dann auch Modifikationen, die dann automatisch deinen Ofen befeuern und die Items, die dann fertig werden, da rauskommen und wieder in eine Kiste einlagern und. Da gibt es sehr, sehr viele. Ich habe aber leider, ich habe danach geschaut, es gibt eine Mod, mit der man zum Beispiel die Minikarte ausschalten könnte. Dachte ich, ja, fände ich ganz cool, aber die hat dann gleich das ganze Interface ausgeschaltet. Das war dann wieder nicht so cool. Also, falls da noch jemand was kennt, gern in die Kommentare. Hier spielen wir mit Karte, ne? Das ist ein bisschen was anderes als bei Sons of the Forest. Die Spielwelt hier ist viel größer und es gibt da, naja, einiges anderes, auf die, was wir uns sowieso einstellen müssen. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe schon viel zu lang gequatscht. Und ja, eine Sache noch. Ich bitte darum, nicht zu viel Backseat Gaming. Am besten gar keins. Denn Dinge, die im Spiel später mal irgendwann, vielleicht nach 10, nach 20, nach 30, 40, 50 Stunden, wenn wir da irgendwann mal hinkommen sollten oder dort passieren könnten, bitte nicht jetzt vorher irgendwie spoilern und sagen, ja, ne, wie ich das auch in Sons of the Forest oder in anderen Videos schon so häufig gelesen habe, wo dann direkt am Anfang steht, ja, du musst am Anfang direkt das und das machen, weil in 25 Stunden brauchst du das dann mal. Lasst das. Sowas am besten gar nicht. Das hilft keinem. Das nervt nur sowas. Ihr könnt euch gern drüber echauffieren, was ich in dem Video aktuell gerade vielleicht nicht so optimal gemacht habe. Könnt ihr gerne eure kleinen sarkastischen Kommentare da lassen. Da stehe ich ja auch so ein bisschen drauf.
Aber nicht zu gemein oder unverschämte Sachen oder sowas, da stehe ich jetzt auch nicht so drauf. Lasst uns einfach Spaß haben, in diese Spielwelt eintauchen und jetzt erstellen wir uns erstmal einen neuen Charakter. Wir nehmen einen männlichen. Ich habe da immer bei der Charaktererstellung, ist mir ziemlich egal. Ja, Punkt, fertig. Ich mache da nicht lange rum. So, pass auf. Der Name unserer neuen Welt. Halbtraum und sieht, keine Ahnung, mir egal, ich nehme den jetzt einfach, fertig. So, Punkt, wir starten rein und los geht's. Da machen wir jetzt nicht lang rum. Ja, dauert einen kleinen Moment. Beim ersten Mal laden der Spielwelt dauert es immer ein bisschen länger. Beim nächsten Mal tun wir uns zusammen die Ladezeit nicht mehr an, denn dann starten wir direkt im Spiel, nicht im Hauptmenü. Wobei könnte ich jedes Mal mitnehmen und ein bisschen erzählen währenddessen. Naja. Tja, es müsste jeden Moment müsste es soweit sein und da ist es. Ja, da war auch kurz, hat man gesehen, welches Texturpack das ist. Das sind mehr oder weniger die normalen Texturen im Spiel, nur höher aufgelöst. Von daher sieht es jetzt nicht großartig anders aus, aber es sieht alles ein bisschen feiner aus und nicht so klotzmäßig irgendwie. Naja. Die habe ich jetzt zu spät gesehen, sonst hätte ich es vorlesen können. Versuche auch die Dinge im Spiel, die wir finden. Es gibt so eine Art Kodex, dass wir da dann immer mal reinschauen, wenn wir da was Neues gefunden haben. Und ich versuche dann anhand der Spielwelt und den Items, die mir dann so gegeben werden, da hängen wir dran an der Krähe. Oh, das ist bestimmt keine Krähe. Habe ich bestimmt schon was Verkehrtes gesagt. Dann könnt ihr mich direkt berichtigen, was ist das für ein Vieh? Ich hoffe, in dem Spiel gibt es keine Schildkröten. Da habe ich im letzten Let's Play habe ich großen Ärger mitbekommen. Da unten sehen wir sie schon, die Spielwelt. Es ist wirklich eine fantastische Atmosphäre. Ne? Auch das Wetter im Spiel ist super umgesetzt. Mir gefällt sehr, sehr viel an dem Spiel. Ist das eine Krähe? Doch, nee, ein Rabe. Das ist ein Rabe. Sorry. Ja, jetzt fällt es mir ein. Upp, zack, Fallschaden und tot. Seid gegrüßt, Krieger. Da sind wir. So, da drüben sitzt der Rabe. Ich nenne ihn Stefan. Und ja, jetzt direkt zu der anderen Sache, zu dem kleinen Kniff, von dem ich vorhin was erzählt habe. Wir spielen in First Person. Punkt. Aus, Ende. Da gibt es keine Diskussion. Wir erkunden die Welt in Ego-Perspektive. Es gibt da ein paar Modifikationen für. Ich habe mir da auch einige angeschaut, also 3, 4 verschiedene. Und das ist jetzt die, für die ich mich entschieden habe. Denn ich hatte noch eine zweite in der engeren Auswahl, die ich erst nehmen wollte, aber bei der anderen, wenn wir da zum Beispiel einen Bogen in der Hand haben oder irgendeine andere Waffe, dann ist die ganze Zeit, ich dachte schon, da kommt jemand, die ganze Zeit vor unserer Nase. Man kann ja auch die Waffen wegstecken, wenn man sie gerade nicht braucht, dann geht's wieder. Aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Wir können dann auch später mal, wenn wir uns mal irgendwas anschauen wollen, mal rauszoomen, aber ich möchte in First Person spielen, in der Ego-Perspektive. Das macht für mich nochmal ein bisschen immersiver und wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, ein bisschen gefährlicher. Man sieht halt nur das, wo man gerade hinschaut und hat nicht noch so nur links und rechts, kann man mal nicht so eben erspähen, was da auf einen zukommt. Da freue ich mich sehr drauf. So, Hallöchen. Achso, der hat schon einen Namen. Hugin? Willkommen in der 10. Welt, Krieger. Ich bin Eugen und ich werde an diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Aha. Seht ihr? Wusste ich alles nicht. Wenn ich das mal für mich gespielt hatte, habe ich alles weggeklickt. Huch! Da bist du. Ich bringe Nachrichten. Hallo.
Der Stein ist ein Wegvisier. Okay. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierungen für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Ekdir preis deiner ersten Beute. Da diese Bestie da überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Ja, danke. Netter Tipp. Ein paar Federn können wir die mitnehmen. Nee. Das ist auch noch eine Sache, die ist mir bekannt. Man muss dann halt die Bosse, genau, das hier ist der erste, so ein Reh oder ein Hirsch oder es tut mir echt leid, ich bin mit der nordischen Mythologie so gar nicht vertraut. Wenn ich was falsch ausspreche, könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren, dann versuche ich es mir zu merken und versuche es dann auch richtig auszusprechen. Die nächsten Male, dass ich hier nicht andauernd dastehe und bei jedem Mal überlege, wie wird es denn nun wieder ausgesprochen. Genau, man muss auch die Bosse besiegen, so viel ist mir noch bewusst, um dann wieder bessere Items craften zu können. Gibt es hier noch was? Ah ja. Ah ja, okay, Gott sei Dank, es wird übersetzt. Sonst hätte ich jetzt echt Probleme gehabt. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz. Es zerschmettert alles. Berg, Baum und Kind. Mhm. Seine Hufe klingen wie ein mächtiger Blitz. Seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Aha. Da gibt es also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bosse. Ich kenne nur die ersten beiden. Dieses Reh. Irgendwas? Und dann? Weiß ich nicht, was der zweite Mal war. Keine Ahnung. Habe ich einmal gesehen. Genau, und von denen gibt es dann halt hier in den verschiedenen Zonen diese Opfergaben, wo man da irgendwas hinlegen muss. Und dann kämpft man gegen die. So, flipp. Na, Gegenstand. Fackel. Zerlumpte. Da ist er schon weg. Schade. Wie war denn das nochmal? Warte mal. Hier haben wir unser Inventar. Ich gehe mal kurz so ein bisschen auch für mich nochmal das Interface durch. Und hier, das ist genau das Valheim Compendium. Genau. Das ist auch das, was er uns gesagt hat. Da können wir mal reinschauen, wenn ich mal Dinge vergessen habe. Hier die Fertigkeiten. Da kommen noch mehr dazu. Schlagwaffen und Blocken. Ich weiß noch, früher da hieß Schlagwaffen, war mit Keulen übersetzt, wegen Keule. Dann hat man immer die Fertigkeit Keulen gesteigert. Ja. So, Trophäen? Keine, war ja klar. Und hier PvP, gut, ist eh egal, wir sind alleine. So, hier links unser Inventar. Wir haben ja auch so eine Gewichtsgrenze von 300. Ja, auch da könnte man das mit Modifikationen erweitern und so weiter und so fort. Genau. So, na dann, wir sind in der Spielwelt. Ach, guck mal, da ist er ja schon wieder. Huhu, ich nenne ihn trotzdem Stefan. So, hallo. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allein kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Ja, danke. Ich finde auch, ne, auch die Grafik, natürlich ist die nicht realistisch. Das ist ein ganz eigener Stil, der hier verwendet wird. Aber ich finde den so fantastisch. Oh, da hinten ist ein Wildschwein. Guck mal. So, wie könnte ich jetzt nochmal Dinge herstellen? Ach so. Ach, Q ist automatisch laufen. Okay. C ist langsam laufen. Ja. Steuerung. Da gehen wir dann in die Hocke. Da haut das aber mit der Kamera noch nicht so hin. Ne? Da müsste ich dann immer einmal rein und rauszoomen, wenn wir uns hocken sollten oder so. Aber kein Problem. So, Shift ist natürlich Rennen. Tab ist Inventar. Und was haben wir noch so? Können wir schon irgendwas zusammenbauen? Ja, hier drüben. Wir brauchen 6 Holz. Hier können wir direkt herstellen. So ein paar einfache Dinge. Und die etwas komplizierteren Gegenstände brauchen wir dann später eine Werkbank und dann irgendwie noch andere Sachen dazu. Es gibt hier immer mal so Geräusche, da weiß man natürlich immer nicht. Kann ich so zuhauen? Nimmt das Ding Schaden, dieses kleine Teil? Ah ja, sehr gut. So, Harz haben wir bekommen. Stein nehmen wir mit. Man kann auch mit V das automatische Aufheben ausschalten. Das ist ganz cool. Das kriegen wir noch nicht kaputt. Wir brauchen erstmal für... Ah!
Ich habe eine Fackel, habe ich. Da, wir sehen es in der Hand. Ich geh mal wieder rein. Komm her. Man sieht es jetzt natürlich so leider nicht, wie ich aushole. Okay, das ist natürlich sehr praktisch, wenn der brennt. Renn doch mal nicht weg, bleib hier. Nein, steck mich nicht an mit Feuer. Da ist er. Genau, warte mal, ich mach mal das automatische Aufheben wieder auf ein. Ja, Pfeil und Bogen, das wird unser Ding. Wie in allen Folgen von Sons of the Forest auch. Wir müssen auch hier leider auf die Tierwelt gehen. So, wir können ja mal M, natürlich, die Karte. Das ist der Weg, den kann man vorne angeflogen, deswegen ist er schon freigeschaltet. Und wenn ich mal drauf... Also hören Sie mal. Entschuldigung, ich bin hier neu, ich muss mich doch erstmal zurechtfinden. Ne, beim Kämpfen, ihr seht jetzt nicht, wie ich zuschlage, aber glaubt mir, ich tue es. Ihr seht ja, dass die Schaden bekommen. Mit der anderen Mod, wie gesagt, würde man das sehen? Kann ich euch gern vielleicht mal in der nächsten Folge zeigen, wie es mit der anderen First-Person-Mod aussehen würde. So, Harz haben wir bekommen. Ja, am besten wäre doch eigentlich auch, so hatte ich das zumindest immer gemacht, so eine kleine Hütte oder ein Lager am Wasser. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Wir brauchen ein bisschen Holz. Das liegt ja eigentlich rum wie die normalen Steine da, also die Äste, dass wir uns erstmal so eine Keule bauen können und so die Gegner verdreschen. 6 Stück brauchen wir, ne? Einer noch. So. Genau, hier guck mal, Steinaxt können wir bauen. Hammer, der wird zum Bauen benötigt. Jetzt haben wir aber schon mal die Keule, die lege ich mir mal auf 1 und die Fackel kommt bei mir ganz hinten hin. Flupp. Ja, Steine alles mitnehmen. Das wiegt natürlich auch unterschiedlich viel, ne? Könnte man, genau. Ein Stein wiegt 2 Gewicht, nenne ich es jetzt einfach mal. Harz zum Beispiel 0,9, also 0,31. Gegenstände können auch kaputt gehen, die kann man dann später reparieren oder baut halt bessere Versionen davon und so weiter. Ausdauer haben wir auch unten die Leiste. Ja, schön was anderes, ne? In Ego-Perspektive. Genau, Ausdauer und Gesundheit steigert sich mit Essen. Je besser das Essen, desto höher dann auch unsere Ausdauerleiste und oder die Lebensanzeige. Und je nachdem, was man isst, kann man auch eins davon besonders speziell ja, vorantreiben oder verbessern. Aber mir gefällt es in Ego-Perspektive sehr, sehr gut. Für mich ist es viel immersiver als in der Third Person. So, was haben wir hier? Löwenzahn. Das nehmen wir mit. Zack. Weiß jetzt gar nicht, was könnte man aus Löwenzahn machen? Moment, was war das? Achso, aktive Effekte, keine. Ah ja, okay, hier steht das dann drin. Müssen wir mal schauen. Genau, rechts oben auf der Minimap sehen wir das Grasland. Da befinden wir uns gerade. Es gibt noch den dunklen Wald, das weiß ich noch. Aber dann hört es schon auf. Dann weiß ich nicht mehr, was dann alles noch so kommt. Bin gespannt, lass mich da... Ah, Spring verbessert. Genau, Spring geht natürlich auch, habe ich vergessen zu sagen. Was liegt denn darum? Ah ja, ein Feuerstein. Die sind auch wichtig, die brauchen wir. Eine Nixe. Oh, ein One-Hit-Wonder. Ein Nixenschwanz bekommen. Sehr gut. Die kann man, glaube ich, an der Feuerstelle zu Nahrung verarbeiten. Feuerstein nehmen wir mit. Vielleicht finden wir noch die Familie dazu. Wäre ja perfekt. Huch. Verdammt.
muss halt echt sau vorsichtig sein, ne? Gerade jetzt am Anfang, wir haben nur noch 17 Lebensenergie, das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich nehme jetzt einfach mal die ganzen Feuersteine mit, die hier so rumliegen. Ich halte mich eh gern erstmal hier so ein bisschen am Wasser auf. Es gibt auch Bären, die man finden kann. Also ne? Bären im Sinne von pflücken und essen. Nicht im Sinne von große Klauen, großer Mund und lachssüchtig oder so. Da ist noch so eine Nixe. Oh shit, die hat aber reingehauen. War ich ein bisschen spät dran mit dem Kloppen. So kann ich die Dinger glaube ich nicht essen. Guck mal, eine Steinaxt könnte ich bauen. Da können wir Bäume fällen. Das stellen wir uns direkt mal her. Wunderbar. Fantastisch. Ach, guck mal. Was haben wir denn da drüben? Da ist so ein Monolith. Oh Gott, Gott, nein, nicht sterben. Da war direkt noch ein Gegner. Ich muss mal kurz weg. Nein, nein, nicht verrecken. Wildschweine, gerne, aber jetzt noch nicht. Wartet mal noch einen Moment, bis ich... Hilfe. Odin, was soll das? Oh, Löwenzahn. Oh, die sind ja immer noch hinter mir her. Alter Schwede. Nein, ich will nicht sterben. Jetzt noch nicht. Das wäre so peinlich. Ich gehe mal wieder hier hin, zurück zum Anfang. Hau ab. Ah, okay. Nee, er ist immer noch da. Es wird auch gleich Nacht. Geil. Stark. Wir haben noch nichts. Nichts, wirklich absolut nichts gebacken bekommen. Uiuiui. Oh, hier gibt's Bären. Ja. Nice. Yes. Man kann immer irgendwie drei verschiedene Nahrungsmittel zu sich nehmen. So, die Bären kippe ich mir direkt mal rein. Das steigert jetzt auch wieder unsere Gesundheit. Gott sei Dank. Uff. So. Ich glaube, die Buchen können wir umhauen. Genau, da sehen wir auch. Kriegt Schaden. Und fällt dann gleich um. Muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Dass ich mich davon nicht erschlagen lasse. Denn auch hier ist der Selbstverstümmelungs-Counter sehr präsent. So, da müssen wir den nochmal klein hacken. Und dann nochmal. Oh, 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 oh. Moment. Ich mach das mal hier oben, nicht, dass es zurückrollt und dann liege ich drunter mit meinen neuen Lebensenergie. Da kommt man nicht mehr lange hin. Stark. Sehr gut. Oh. Ich bringe Nachrichten. Ja, Moment. So, was gibt's für Nachrichten? Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Ja, danke. Ja, ist die noch am Aufgehen, die Sonne? Oder ist die jetzt doch schon am Untergehen nach so... Naja, 18 Minuten in der Spielwelt. Huch, ja genau, das wollte ich vorhin sagen. Das ist natürlich eine recht große Spielwelt mit sehr vielen Inseln. Ich
weiß jetzt auch nicht, wo wir uns hier mal umschauen. Ich würde schon gern in den Norden, da wo wir angeflogen kamen. Okay, Lebensenergie erholt sich nur sehr langsam, aber immerhin. Ja, nee, doch, ich glaube, das wird dann gleich wieder Nacht. Mist. Okay, Holzhacken hat sich verbessert. So einiges an Holz. Wir brauchen viel, viel Holz. Da drüben liegt noch was rum. Mist. Okay, warte mal, was kostet eine Fackel? Ich habe noch eine. Okay, einmal Harz, einmal Holz. Haben wir beides sehr viel. Oder sehr viel. Ein bisschen wenigstens im Inventar. Ja, für den ersten Tag sind wir noch so gar nicht vorangekommen. Den Hammer müssen wir mal bauen. Brauche ich noch einen Stein. Dann können wir anfangen, auch so einen Unterschlupf zu bauen und so. So, immer wenn das so ein anderes Geräusch macht, ist es, glaube ich, ein kritischer Treffer, oder? Ich würde aber, glaube ich, trotzdem Richtung Strand gehen. Oh, was ist denn das hier? Guck mal. So ein kleiner Steinkreis. Eine Unterkunft. Ach, das zählt als Unterkunft. Wie geil. Okay. Ja, ich bräuchte jetzt nur noch einen Stein. Ich habe leider... wir können nichts machen. Oh Mann. Hilfe, Odin. Das war doch nur ein Scherz gestern. Mein Gott, macht man sich einmal lustig und schon schickt er einen hierher und dafür gucken, wie man zurechtkommt. Ja, dann hacke ich immer noch ein bisschen am Baum rum, ne? Ich gerade eh nicht viel machen kann. Aber das ist ja gut zu wissen. Wenn das schon als Unterkunft zählt, könnte ich mir da nicht ein Bett hinstellen. Also sofern ich hätte einen Hammer und, ne, bräuchten halt noch einen Stein. Da können wir mal gucken, ob das vielleicht schon geht. Genau, und Bäume können auch andere Bäume mit umreißen. Das funktioniert auch. 31 Lebensenergie. Oh, es wird. Leute. Ich weiß, für euch ist dunkel, für mich auch. Also, wir beide sind jetzt schlecht dran gerade. Und es wird kalt. Yay. Na, Gott sei Dank habe ich eine Fackel. Ich hoffe, die wärmt mich ein bisschen. Macht auch ein bisschen Licht. Stefan, grüß dich. Du scheinst zu zittern. Wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird dir kalt, wodurch deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesen Fällen solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Jo, danke dir. Achso, ich kann ja beides in der Hand halten, sehe ich gerade, genau. Axt und Fackel. Wie gesagt, mir hätte dann die First-Person-Mod deutlich besser gefallen, weil man halt nicht ständig das Item, was man ausgerüstet hat, auf der einen Art, man sieht es nicht, aber auf der anderen Art ist auch gut, dass man es nicht sieht, weil es sonst sehr viel vom Bildschirm irgendwie weggenommen hatte. Genau, Bäume wachsen doch auch irgendwie nach, ne? Und wenn ich die Baumstümpfe wegnehme, dann nicht mehr oder so. Shit, wo kriege ich jetzt einen Stein, bräuchten wir noch? Ich würde gern bei dem Teil bleiben. Wäre halt cool, wenn hier in der Nähe irgendwo noch einer rumliegen würde. Die Steine hier kann ich halt noch nicht kaputt kloppen. Ich glaube, dafür brauchen wir erst... Wow. Okay, es ist wirklich sehr dunkel. Ich weiß noch nicht, wofür Löwenzahn gemacht ist. Vielleicht für irgendeine Heilsalbe oder so ein Kram. Müssen wir dann mal schauen. Was ist das hier? Oh ja, noch eine Himbeere. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und wenn man stirbt, jetzt am Anfang noch nicht so tragisch, dann...
muss man halt zu seiner Leiche laufen und die Sachen wieder mitnehmen. Also man verliert das dann, wenn man stirbt. Okay, cool. Wir haben schon mal einige Bären gefunden. Das hilft mir schon mal. Wir hätten auch die Schwänze von diesen Nixen, aber ohne Feuer kann ich damit nichts anfangen. Ich will doch eigentlich nur einen Stein finden. Hier irgendwo. Feuerstein haben wir, ja, aber der hilft mir gerade nicht. Ich brauche den Hammer. Und der benötigt noch einen weiteren normalen Stein. Flup, flup. Wo war jetzt der Steinkreis? Davon? Ja, okay. Flup, flup. Mist. Ich finde keinen Stein. Ja, das liegt ja schon überall rum, aber... halt. Das ist so Löwenzahn. Nee, auch ein Ast. Okay, diesen Steinkreis finde ich sowieso nicht wieder. Bin ich jetzt, glaube ich, schon zu weit weg. Ja, vor allem, ich hätte den auch einfach mal markieren können, ne? Man kann nämlich, wie war denn das? Irgendwie Markierungen setzen? Hier sowas zum Beispiel. Wie war das? Ah ja, genau. Und dann könnte ich da irgendwas hinschreiben. Und mit Rechtsklick kann ich es wieder wegnehmen. Warte mal. Doch, dann suchen wir den nochmal. Dann kann ich mir den mal markieren. So, wir essen noch mal was. Super. Wunderbar. Dann haben wir das da oben markiert. Und dann... Ich hatte sehr lange überlegt, ne, ob man das irgendwie ohne Karte spielen kann, aber... geht mit Sicherheit auch. Aber ich habe die Minimap nicht ohne weiteres wegbekommen. Zumindest da keine passende Mod für gefunden. Aber hier ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil du hier noch deutlich mehr Ressourcen sammeln musst, als zum Beispiel in Sons of the Forest. Und da später auch ganz andere Höhlen und Katakomben und so ein Kram findest oder überhaupt Stellen zum Erzabbau. So, hier an den Hängen, da liegen doch immer irgendwo Steine rum, oder? Ja, Feuerstein, wie gesagt, das ist leider. Wir können auch mal gucken. Die Steinaxt, die macht Schlitzen 15. Ach genau, mit Rechtsklick kann ich auch blocken. Und die Keule macht nur 12 bei Hauen und hat nur einen Rückstoß von 30. Also es ist wahrscheinlich sogar besser, wenn ich mit der Steinaxt kämpfe. Da muss ich immer mal ein bisschen drauf achten, was da am meisten Schaden macht. Da ist ein Stein, da ist noch ein Stein. Fantastisch. So, das wird der Hammer. Fantastisch. Hier, Lagerfeuer und so ein Kram können wir jetzt bauen. Steinhaufen, Kochstelle und das ist immer zu schnell weg. Das werden wir dann sehen. Was ist das hier? Da wollte ich vorhin, glaube ich, ran, ne? Dieses Land ist wild und ungestüm, doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender.
des guten Holzes und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Und besieh dir auch die Wildschweine, die diese Länder durchstreifen. Sie fürchten das Feuer und die Hand der Menschen. Aha, das Feuer, okay, cool. Doch du kannst sie fangen und zähmen. Echt, das wusste ich nicht. Nähre dich ihnen und biete ihnen Futter an. Sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Den Wurzeln des Bodens. Echt, man kann Tiere zähmen. Kann man auch auf Tieren reiten? Hallo? Ah ja, jetzt ist wieder weg. Okay, die Fackel ist kaputt. Warte mal, ich baue mal eine neue. Hey, machst du hier allein in der Nacht? Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. So, wir gehen nochmal zurück zum Steinkreis. Löwenzahn. Oh, Löwenzahn ist das neue, na, ihr wisst schon was. Oh, ein Pilz. Oh. Doch, ey, geil. Wollen die Wildschweine vielleicht Pilze? Bitte nicht spoilern. Also bitte jetzt nicht schreiben, ja, so ein Wildschweine zähmen zu können, brauchst du 28 Pilze, 94 mal Holz und 32 Feuersteine. Dann musst du dich dreimal im Kreis um die drehen und dann das alles in einer gewissen Reihenfolge vor den hinwerfen und dann hast du so ein Vieh gezähmt. Ich versuche mal selber rauszufinden, wie das geht. Das hat jetzt erstmal keine Priorität, aber wenn ich mal dran denke, falls, kann ich das ja immer mal probieren. Ja, geil, Pilze. Geil, komm ey, wir werfen uns direkt mal Pilze ein. Kann man die Gesundheit 15, Ausdauer 15? Ach, guck mal, da steht doch die Heilkraft. 1 HP pro Tick. Ja, dann kippe ich mir immer noch einen Pilz rein, wa? Oh, es wird wieder hell. Gut, dann können wir das mit dem... Oh, jetzt liegen hier alles voller Steine. Gut, dann sparen wir uns das mal mit dem Steinkreis und wir ziehen mal weiter und suchen uns mal eine schöne Gegend raus für unsere Hütte. Und ihr wisst, ne, so wie ich irgendwo auch nur das kleinste Fundament gelegt habe, gehört uns im Prinzip die ganze Spielwelt. Ach, gibt es hier auch wieder so ein Bauamt, was immer mal vorbeikommt und komisch guckt, wenn ich was baue? Also die Pilze, das könnten natürlich die Wurzeln. Aber wie soll ich denn... Ah, jetzt rennt es weg, weil ich die Fackel aktiv habe, ne? Wenn ich die Fackel ausschalte, kommt es wahrscheinlich erstmal nicht wieder. Ha! Cool! Ich hatte es nicht gesehen, ich hatte es nur gehört und habe dann einfach mal zugehauen. Ja, mit dem Bauen, das wird eine spannende Sache für uns alle. Denn in dem Spiel gibt es Statik. Und da kann ich mal nicht einfach wild drauf losbauen, sondern muss ein bisschen drauf achten, dass das irgendwie Sinn ergibt, was ich da versuche in die Welt zu bauen. Die Musik ist auch so toll, ne? Ach, Fischer, guck mal. Schwimmen verbraucht auch Ausdauer, da muss ich vorsichtig sein. Da darf ich... Und Schwimmen... Das kann mal schnell in die Hose gehen, glaube ich. Wenn ich da nicht vorsichtig bin. Ab und zu findet man auch mal so verlassene Hütten und Gräber und lauter so Kram. Ach, guck mal, davon ist sogar eine. Ich glaube, da hängt so ein Bienennest drin. Ist das hier Buche? Ja, okay. Wir machen Schaden. Dann nehmen wir das gleich mit. Jetzt bräuchte ich Pfeil und Bogen. Wenn ich das Ding so... Ah, genau, deswegen... Geht das im Wasser weg? Ach so, da links oben hat's, da rechts oben hat's angezeigt, Gift. Okay.
Okay, ich gehe mal hin und hau das mal schnell. Denn dann können wir später selber. Nein! Das wäre geil, dann können wir nämlich so einen eigenen Bienenstock bauen und kriegen damit immer Honig. Und das ist ganz cool. So, einmal geht noch. Ja, da bräuchten wir eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob der das trifft oder ob der hier unten gegen die Wand haut. Ich glaube, der haut gegen die Wand. Ich lasse es mal. Wir sind gleich schon wieder tot. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Also die Axt ist auch gleich hinüber. Na, kein Problem, da bauen wir eine neue. Sag mal, noch ein Steinkreis. Am besten wäre natürlich, weiß jetzt nicht, ob das hier nur ein See ist. Das hier oben ist Meer wahrscheinlich. Das könnte ein See sein. Wäre natürlich sinnvoll, wenn ich, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier bauen würden und stellt sich später heraus, er ist doch nur ein kleiner See und ich habe hier ein Boot gebaut, dann wird es unter Umständen schwierig, mit dem Boot woanders hinzukommen. Deswegen wäre so ein richtiger Meereszugang schon die bessere Option. Auch wieder Unterkunft, sehr schön. Doch da. Ich hörte den. Ah ja, da. Da ist er. Ich schleich mich mal ran. Noch ein Monolith. Eigentlich würde ich die Wildschweine echt gern mitnehmen. Meine Axt bricht mir aber gleich kaputt. Ich muss erstmal. Wir können sie noch nicht reparieren. Ich stelle einfach mal ganz frech eine neue her. Denn von denen bekommen wir die Wildschweinhäute und die brauchen wir auch. Ah, Geronimo! Yes, Wildschweinfleisch. Jawohl. Okay, ich bin gerade schon auf die andere Axt. Hier waren noch gerade noch zwei. Da. Die hole ich mir erstmal. Moment. Hm, lecker, lecker. Und eine Wildschwein-Trophäe. Stimmt, sowas gab es ja auch. Hey. Keuling. Junge, Junge. So, wir gehen mal zum Monolithen. Genau, rechts oben in der Minimap sehen wir an der Minimap selber links unten so einen Pfeil, der zeigt die Windrichtung an. Wird später beim Segeln wichtig. Dieses Land ist wild und ungestüm. Moment, doch, das hatten wir schon. Das kenne ich, okay. War hier noch ein Gegner? Da ist noch ein Wildschwein. Ja, Häute und alles und Leder. Lederreste. Oh, da oben ist eine Hütte oder sowas. So, Ziel für diese Folge ist auf jeden Fall erstmal die erste kleine Hütte bauen oder den ersten Unterschlupf, dass wir irgendwie was haben, wo wir uns ein bisschen heimisch fühlen können. Wir könnten natürlich auch hier so ein Teil nehmen, aber das sieht schon schäbig aus. Also da, ich stelle mir da eher sowas wie so ein trojanisches Huhn als Haus vor. Das ist so mein Ziel. Manchmal gibt es auch so kleine Kisten. Huch, ach, da oben. Ah, hab ich nicht gesehen. Hilfe.
Ich glaube, Pfeil und Bogen geht, wenn wir die Werkbank gebaut haben. Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Okay, so, warte mal. Wir sind da, ich wollte zum Meer, also dann doch in die Richtung. Wir laufen erstmal. Wir laufen, laufen, laufen. Also die Steinaxt macht schon mehr Schaden. Wie viel Platz haben wir noch? 213 von 300. Ich würde einfach mal ein paar Baumstämme mitnehmen. Dass wir dann... ein bisschen mehr bauen können. Wenn es denn so weit ist. Achso, der ging gerade noch kaputt. Okay. So, genau. Hier sind wir vorn oben drüber geflogen. Holz. Gut, die geben immer Harz, das braucht man, glaube ich, um irgendwas anzufeuern oder halt für Fackeln. Und was wiegt eigentlich ein Holz? Auch zwei, wie die Steine. Okay. Kann man innerhalb des Spiels, das würde mich interessieren, weil das weiß ich nicht, also mit einer Modifikation, okay, kann man das erweitern, aber kann man innerhalb des Spiels, gibt es eine Option oder halt eine Möglichkeit, das zu erweitern oder die Gewichtsgrenze auch anzuheben? Vielleicht, wenn man selber ein gewisses Level in irgendeiner Fertigkeit erreicht hat oder so? Das wäre auch eine interessante Sache. Man kann auch irgendwie so Sachen anbauen und so ein Kram. Oh! Bin ich jetzt in den Düsterwald gelaufen oder was? Rechts oben steht noch Grasland. Ist das hier der Düsterwald? Tatsächlich. Ja, gut, nee, dann, Moment. Dann doch erstmal nicht, denn die Gegner werden natürlich auch mehr und schwerer. Wir gehen mal wieder zurück ins Grasland. Und ich gehe mal hier rüber. Ach, hier. Stefan hat eine Nachricht für uns. Grüß dich. Dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Du hast dich in den Düsterwald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stelle deinen Wert unter Beweis, indem du Ektir tötest. Ja. Flup. Ja, guck, ein bisschen Platz ist noch. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ah! Schweine! Die haben mich beworfen. Oh, ein Kupfervorkommen. Oh, hallo. Ja, der haut schon... ah, shit, ordentlich rein. Wollte aber die Items noch mitnehmen. Nice, okay. Hier ist ein Kupfervorkommen. Ich hätte es mir gern markiert, aber wir müssen ja erstmal... oh, shit. Oh, fuck. Erstmal weg. Oh. Oh, eine kleine Siedlung. Mit Wildschwein. Fackel. Die anderen kommen ja auch noch hinterher gerannt. Alter, wie weit können die denn... oh, eine Truhe. Wie könnte man Eiersteuerung? Wir haben das erste Mal Münzen gefunden. Ich könnte mich hier drin mal kurz regenerieren lassen.
die hauen schon gut rein, ne? Wenn die mich erwischen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Leben. Jetzt schon so Pfeil und Bogen wäre schon nicht schlecht. Pfeile haben wir gefunden, das ist ganz cool. Ja, schade, wir müssen da später mal zurück. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwie Land gewinnen. Oh, Pilze. Oh. Das hier. Zinnvorkommen, das brauchen wir auch. Das brauchen wir dann auch. Ach so, wir sind schon wieder im Düsterwald. Okay. Okay, gut. Der zieht größere Bahn, als ich dachte. Dann haue ich erstmal ganz fix wieder ab. Ich dachte... Ach, der ist hier oben. Okay, warte mal. Dann müssen wir doch in den Süden. Ey, die lassen auch nicht in Ruhe, ne? Die sind ziemlich hartnäckig. Wird auch gleich wieder Nacht. Yay! Stark, zwei Ingame-Tage verballert ohne... Jetzt ist aber auch mal... Also hören Sie mal. Schon den. Na. Au. Ja, wenn du alleine bist, ne, dann. Wie fühlt sich's an, hä? Yes. Da gibt's auch noch... Shit, jetzt kommt noch so einer. Alter, jetzt bleib doch mal hier. Na, endlich. Eine Krautzwergentrophäe gefunden. Ey, okay, wir sind immerhin wieder im Grasland. Komm her, Gräuling. Ist doch so eine kleine Hexenhütte. Guck mal. So, okay, wir sind jetzt hier wieder im Grasland. Okay, ich gehe mal hier rüber. Ich hoffe, da kommt irgendwann wieder das Meer. Puh. Ah ja, guck mal, was essen. Oh. Da ist auch wieder ein Nest. Okay. Da müssen wir uns später mal holen. Also die Dinger fand ich immer ganz cool. Da kann ich mich erinnern. Da gab es dann immer kostenlos Honig. Alle paar... Ingame-Tage oder so. Ach so, ich trage zu viel. Jetzt kann ich mich nur noch langsam fortbewegen. Das wird später noch spannend, weil ich weiß, die Erze, die sind sehr schwer. Aber man kann, glaube ich, so Karren oder sowas dann auch irgendwie herstellen, um da Sachen reinzuladen. Müssen wir mal gucken. Ach, hier das zerlumpte Hemd. Genau, das haben wir auch angezogen. Wie konnte ich? Moment, ich möchte mal kurz. Wir sind um 1 überladen. Ne, jetzt sind wir schon wieder im Düsterwald. Okay, also die Grenzen sind hier. Ich kann auch... Ja, sieht recht interessant aus, aber wir sollten hier noch nicht sein. Du musst weniger Gegenstände mit dir herumtragen. Wenn du zu viele Gegenstände mit dir führst, wirst du überladen, wodurch du langsamer wirst und an Ausdauer verlierst. Naja, ich gehe ja hier schon wieder raus. Hier die Grenze? Ja, hier ist wieder Grasland. Okay. Meine Güte, das ist aber... Okay, da wissen wir immerhin schon mal, wo der Düsterwald anfängt. Das Yggdrasil, oder? Dieser riesige Baum hier? Und Wildschwein.
ein nasses Wildschwein. Hier vorne sieht es doch ganz gut aus. Hier ist wieder eine Hütte. Die sieht recht stabil aus. Also die ist, Okay, dann nimmt es automatisch nicht auf, weil wir dann wieder überladen sind. Ja, lass mich Ruhe. Oh, ist das nochmal ein Steinkreis? Dann können wir uns ja da niederlassen erstmal. Oh Mann, wie traurig. Hoffentlich geht's. Ne, das zählt nicht als Unterkunft. Oh, Skelettüberreste. Knochenfragmente gefunden. Was ist das hier? Das Problem mit dem anderen Haus war das Bienennest. Das hier auch, ja. Okay, da kann ich mich nicht niederlassen. Ich klopfe jetzt hier erstmal irgendwo. Warte mal, wir haben doch den Hammer gebaut. So. Und Hammer war Rechtsklick. Hier so eine Werkbank. Und dann kann ich mir hier irgendwo was hinbauen. Aber hier ist es nicht schön. Wie könnte man das beenden? Okay. Okay, die Fackel geht auch gleich kaputt, aber wir haben noch eine gefunden. Ja, okay, hier unten ist Grasland. Okay, das zieht sich ja einmal so rum. Guck an, ey. Die rennen jetzt weg wegen dem Feuer. Ja, ich würde schon gern hier in Strandnähe irgendwo was bauen. Wo es auch so ein bisschen flach ist. Hier vielleicht. Oder? Hier irgendwie erstmal. Man kann auch irgendwie das Gelände dann einebnen. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob wir da schon die passenden Werkzeuge für haben. Ich glaube nicht. Ja, Mond geht auf. So, wir brauchen erstmal eine Werkbank. Wie könnte ich drehen? Naja. Genau, Valheim Plus, und es gibt auch viele Baumods, wo man das noch viel feiner dann einstellen kann und solche Geschichten. Gibt auch Modifikationen, oder ich glaube, das ist auch ein Valheim Plus mit drin, wo du dann sagst, okay, man kann bauen, wie man lustig ist, ohne die ganzen Restriktionen, weil die sind schon so ein bisschen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, ich klopfe jetzt hier neben den Stein erstmal unsere Werkbank hin. Ist jetzt ein Gegner gewesen? So, wir können einiges Neues bauen, sehen wir da oben. Du hast eine Werkbank hergestellt. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Gegenstände und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Genau, da sehen wir es gerade alles, was da so reingeflogen kommt. Eine Palisadenwall, okay. Truhe, sehr gut. Ein Floß können wir bauen. Aber man kann immer nur im Umkreis von, guck mal hier, so ein Hackholz, Hackklotz, verbessert Werkbank, und dann kann man wieder nochmal neue Sachen an der Werkbank herstellen. Also ich kann die Werkbank, ach so, die benötigt ein Dach. So war das. Ach du meine Güte. Okay, bauen, Fundament. Holzboden, na gut.
Sollte man mit einem Holzboden anfangen oder mit so einem. Ja, okay, bei der Nacht ist natürlich. Natürlich mega dumm jetzt. So, das Ding. Ich weiß nicht, braucht das nur ein Dach oder. Ich kann die Fackel leider nicht. Ich versuche jetzt hier mal so ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Ich probiere es jetzt einfach mal hier so ein simples Dach drüber zu bauen. Das wird natürlich jetzt spannend. Könnte man das nicht irgendwie. Das zeigt dann auch die Stabilität an. Ja, da wird es dann langsam rot, gelb, grün, je weiter das entfernt ist. So, jetzt ist das wieder grün, weil da wieder ein Balken drunter gekommen ist. So, okay. Kann ich jetzt das Teil nutzen? Reicht das? Das zählt nicht als Dach. Ja, schade. Scheiße. Wird bitte wieder Tag. Oh nein. Wo ist denn der Mond? Ich glaube, die Nacht vergeht schneller, ne? Gut, das zählt nicht als Dach. Schade. Man kann auch mit mittlerer Maustaste alles wieder rückgängig machen. Man bekommt dann die Ressourcen wieder oder teilweise wieder oder so. Shit. So, warte mal. Kann ich nicht. Hier, so eine Holzfackel, die kann ich doch aber bauen, oder? Erstmal unser Gebiet so ein bisschen ab. Okay. So, jetzt sehen wir alle wieder was. Moment, ich futter noch mal. Zack. Okay. So, also eine kleine Hütte, dass wir irgendwie schlafen können. Moment, ich muss ein bisschen reinkommen. So, auch ein Bett braucht ein Dach. Das muss dann schon in einem Gebäude stehen. Das Problem, ich kann hier den Boden setzen. Ich glaube, sinnvoller ist es. Ja, da wäre halt jetzt so eine kleine ebene Fläche nicht verkehrt, ne? Kloppt man den Baum weg, denn genau da, wo der steht, sieht es mir gar nicht so verkehrt aus vom Gelände her. Ich könnte doch eigentlich, könnte ich doch eine Kiste, können wir doch bauen, oder? Dass ich hier erstmal so ein bisschen die Steine und Kram, was wir jetzt gerade überhaupt nicht brauchen, reinpacke. Ein bisschen Platz im Inventar zu haben. So. Kann ich nämlich das Holz nochmal mitnehmen. Ist auch gleich wieder kaputt, der Hammer. Buchensamen. Aha. Ja. Huch, was ist denn das? So. Ach so, da ging jetzt gerade die Axt kaputt. Ich muss leider, ich habe keine Steine mehr. Gut. Kann die noch nicht reparieren. Das geht erst an der Werkbank. Deswegen habe ich gerade das Problem, dass ich jetzt drei mit mir rumschleppe.
Ja. Das war knapp. Holzhacken 13. So, fantastisch. Noch mal ein bisschen Holz bekommen, wunderbar. Hm, hier kann ich auch mal eigentlich die ganzen Sachen so reinpacken. So. Genau. Hier oben so eine kleine Anfangshütte. So. Ach, 2 Harz kostet mich das. Na gut. So, hier so dazwischen hatte ich mir das jetzt vorgestellt erstmal. Kochstelle, oh ja, stimmt. Und ein Lagerfeuer, bräuchte ich wieder 5 Steine. Ja, okay, das wäre sinnvoll, auf jeden Fall. Die Kochstelle kann ich eigentlich schon mal bauen. Ich kann das Lagerfeuer dann drunter setzen. Tag 3 hat begonnen. Oh, okay, geil, es wird gleich wieder hell. So, wie viel Steine? 3 habe ich. 5 oder so brauchen wir, ne? 5 Steine. Okay, also 2. Fehlen uns. Ich guck mal schnell, ob ich irgendwo ein paar Steine finde. Jo, einer noch. In der Kiste waren keine mehr, die hätte ich ja vorhin wieder rausgenommen wegen der Steinaxt. Nice, okay. Oh, was ist das hier? Oh, auch wieder so ein kleiner. Gut, alles voll mit Stein. Wunderbar. So, fantastisch. Dann. Ach, Moment, warte mal. Mir fällt was ein. Man braucht doch dann noch irgendwie ein Lagerfeuer in der Nähe vom. Vom Bett oder so, dass man schlafen kann. Das ist irgendwie ganz komisch, finde ich. So, warte mal. Dann versuche ich. Ich weiß halt immer nicht, ob es sinnvoll ist. Wahrscheinlich schon, dass so ein bisschen auf. Auf Pfählen zu bauen. Soll jetzt keine große Hütte werden. Vielleicht so 3x3 für den Anfang. So, und jetzt die Frage, komme ich hier einen drunter? Geht das? Okay, jo. Das scheint funktioniert zu haben. Wunderbar. Das sieht auch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Huch, achso, ich dachte, da war jemand. Okay. Bräuchten hier unten vielleicht eine Leiter oder eine Treppe? Direkt mit Strandzugang. So,
So, ein paar Wände und eine Tür. Was ist das hier? Ein Holztor. Das gefällt mir eigentlich besser als diese ollen kleinen Türen. Wir bauen weiter, brauchen noch ein paar Wände. So, jetzt wird's spannend. Ach so. Es gibt auch so. Ah, okay, so halbe Wände. Ah ja, cool. Okay, dann machen wir das so. Ja, so ein Fenster wäre auch nicht verkehrt. Gab es denn irgendwo Fenster? Nee, kann ich glaube ich bloß so machen. Oh ja, ich erinnere mich, das war teilweise echt. Okay, so geht's. Es gibt da richtige Bau. So, hier könnte ich ein Fenster wahrscheinlich machen. Es gibt da so richtige Baukamera-Mods und so ein Kram und. Muss jetzt nicht so viel Fenster werden. Hier drüben vielleicht nochmal eins. So. Mist. Komme ich da nicht ohne weiteres hoch? Also das wird jetzt hier noch keine Halle, ne? Für irgendwelche Exzesse oder sowas. Saufgelager. Na nu? Hä? Ach so, das da oben ist falsch gebaut. Ja, danke. Ich brauche mal kurz was, um da hochzukommen. Die hier, kann ich mich erinnern, die laufen sich ganz blöd irgendwie. Also das ist ein ganz komische. Leitern, Treppen, was also so ein Mischding, keine Ahnung, was das soll. So, oder? Das Ding wieder wegnehmen. So, jetzt passt's. Okay. Cool. Können wir das Bett. Das würde ich auch direkt mal bauen hier ans Fenster vielleicht. Na gut. Ja, warum nicht? Komm hier ins Eck. So. Zack. Moin, grüß dich. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Truhen darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass wir während deiner Erkundungen irgendetwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. So, okay. Jetzt wird es aber mit dem. Ja, wir haben nur noch zwei Holz. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Aber irgendjemand wollte ja dieses große Tor. So, warte mal. Wir. Oh. Ah ja. Klein hier geben auch immer so drei, ne? Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Kann ich auch die kleinen Büsche immer erstmal weghauen. Wir müssen noch ein Dach da drüben dran bauen. Da steht direkt noch was. Gibt dann auch noch andere Holzarten und so ein Kram, aber das, da kommen wir noch lange nicht ran. So, ihr kennt mich. Natur gehört hier nicht hin ins Spiel. Alles Holz kommt weg.
dass man das dann nochmal kaputt... Oh. Nochmal kaputt hauen muss. Geht dann später auch schneller, wenn man dann bessere Werkzeuge haben. Da muss ich dann nicht mal 10-mal drauf rumkloppen. Sechsmal. Ich habe mal mitgezählt. So, den hier noch nehmen. Bauen wir erstmal weiter, dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Sieht natürlich nach nichts aus, das ist mir klar, aber es muss erstmal funktionell sein. Naja, gut, ob das nötig war, entscheidet selbst. So, jetzt Dach, jetzt wird's lustig. So, wir könnten... Gibt es da einen Trick? Ah ja. Hier rum ist egal, ne? Oder? So. Oder warte mal. So. Und dann... Gibt's hier nicht irgendwo... Das, genau. So, also noch hält alles. Bin schon mal... Ach, so groß ist das? Gibt es kein flacheres? Doch hier. Gucken, ob da drei nebeneinander. Das müsste eigentlich gehen. So, da oben noch so ein flaches Teil rein. Yes! Es hält! So, Spawnpunkt ist jetzt gesetzt. Das ist jetzt unser Bett hier. Unsere Hütte. Jawohl. Das Alpenheim ist eröffnet. Stark. So, und jetzt, man braucht halt ein Lagerfeuer, damit man schlafen kann. Also ich könnte das hier draußen machen, damit ich es nicht in der Hütte habe. Ich weiß aber nicht, wow, stark. Ob ich die Bude abfackel, wenn ich da hier draußen, wenn ich da drin Feuer mache. Das sieht sonst irgendwie doof aus, wenn das da so ein bisschen... Das ist zwar jetzt Holzverschwendung, was ich hier mache. Sind irgendwie doof aus. Kriegt er das? Gut. Jo. Okay, cool. So gefällt es mir direkt ein bisschen besser. Man könnte natürlich auch das da oben, ja, fast, diese Teile weiterführen. Aber da hätte ich vielleicht eher die schrägere nehmen sollen, damit es nicht so, sonst würde das ja ewig ausladen. Guck mal, wie weit das sonst gehen würde, wenn ich das hier noch dranhänge. Das geht ja bis sonst wohin.
Ich höre hier immer irgendwelche Tiere. So, also zurück zum Lagerfeuer. Würde das reichen, wenn ich das hier setze fürs Bett? Oder ist es schon sinnvoll, wenn ich das drin mache? Ich möchte es eigentlich nicht drin haben, wenn ich ehrlich bin. Bau das mal hier draußen hin, du kommst mal weg. Krieg ich mein Harz wieder? Nee. So. Ja, wie gesagt, Boden einebnen kann ich, glaube ich, noch nicht. Ne? Das ist noch nicht. Das darf ich noch nicht oder kann ich noch nicht. So, der Hammer ist auch kaputt. Wahnsinn. Kloppt dir nochmal so einen Hammer zurecht. Genau. Wir machen dann drin nochmal Kisten. Davon natürlich auch mehrere bauen. Machen wir dann wahrscheinlich früher oder später auch. So, Brennmaterial. So, jetzt hängen wir hier automatisch die Sachen dran und ich packe mal ein bisschen, gleich mal 10 Holz rein, dass es hält. Und das ist dann gleich fertig. Da sehen wir, wenn es einmal gemacht hat, dann können wir es nehmen und auch mal essen. Wie viel Stein habe ich noch? 4. Pflanze sie, damit eine neue Buche wächst. Kann man das einfach... Ah ja, jetzt. Habt ihr gehört? Zack, zack, ist fertig. So, wir haben ja noch mehr. Da können wir direkt mal eins zu uns nehmen. Oh, das ist super. Plus 30 Gesundheit und nochmal 10 Ausdauer. Kann ich so eine Buche einfach irgendwo hin? Nee. Da kommt dann das, was er da gerade bringt. Buchensamen auf was anwenden? Wende Buchensamen auf Erde an. Und hier, was? Stein. Geil, da haben wir erstmal ein bisschen was zu futtern. Das ist ja super. Ich versuche mir das mal so ein bisschen, was wir futtern können, da unten so hin. Und auch die Klamotten, die wir dann herstellen können. Ach, herrlich. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und die Werkbank, die muss ich dann wahrscheinlich auch erstmal hier ins Gebäude kloppen, damit wir da was bauen können. Könntest was, du hast doch gerade was gefuttert, jetzt hör aber mal auf. So, da kauen wir direkt mal noch an so einem Schwänzchen dran rum. Genau, 25 Gesundheit und 8 Ausdauer. Dann haben wir noch das eine und dann haben wir ein bisschen was gemacht. Und hier kann ich schon mal wieder so eine Beere futtern. Die Werkbank nehme ich weg. Und die bauen wir da drin nochmal neu. Halt, das geht wieder nicht. Ich weiß auch, da kommen später noch andere. Oh, die ist aber echt groß, ne? Man braucht halt ein Dach für. Ich müsste da ein eigenes Gebäude mal bauen für die Werkbank. Das machen wir dann auch, aber ja. War da gerade ein Gegner? Wer schleicht hier ums Haus? Na gut. Und jetzt können wir hoffentlich... Ja, es klappt. Nice. Ah, guck mal, eine Hacke können wir bauen. Ach hier, um den Boden zu ebnen. Ah, nice. Okay, super. Fantastisch. Hier können wir dann Sachen aufwerten. Ne, da steht dann immer da, Qualitätsstufe 2 wäre das dann. Bräuchten wir 5 Lederreste. Können wir mit dem Hemd, Keule, Hammer und so weiter und so fort machen. Geil, 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 geil. Ein Holzschild, sehr gut. Ein Feuersteinaxt, ja. 20 Schlitzen, okay. Ein Bogen, was brauche ich dafür? 8 Lederreste, wir haben 5. Okay. Und hier kann ich jetzt auch die Sachen einfach reparieren. Beziehungsweise muss ich oft draufklicken, damit das bei allen macht. Außer bei der Fackel, da geht's nicht. Wie will man auch eine Fackel reparieren? Ja. So, gut. Aber Moment, ich hack gerade hier unterm Schreibtisch. Irgendeinem Kabel. Okay. Sehr schön. Pfeile brauchen wir. Nur
Na gut, nur 8 Holz, aber der stellt auch 20 Pfeile her. Aber wir haben noch keinen Bogen, deswegen lassen wir das erstmal. Eine zerlumpte Hose, aber ich würde auf den Bogen sparen. Da bräuchten wir halt noch ein paar Lederreste. Sehr schön. Es wird auch gleich wieder Nacht, dann können wir auch mal schlafen gehen. Ach, herrlich. Ach, endlich. So, wir können aber... Also ein paar Truhen kann ich doch... Die könnte man auch übereinander bauen. Aber wir haben kein Holz mehr. Ich muss mal gucken. Später dann können wir sowieso... Man kann halt auch hier, das ist ganz cool, Holzhaufen oder Steinhaufen bauen. Und irgendwo... doch irgendjemand. Man könnte auch diese so eine solche Wagen bauen. Jetzt hatte diese anderen Äxte, die brauche ich doch nicht mehr, oder? Die kann ich doch eigentlich... Ich hoffe, ich laufe da nachher nicht rein, dass ich die wieder aus Versehen mitnehme. Aber wir müssen jetzt erstmal grob alles so ein bisschen lagern, was wir aktuell nicht brauchen. Auch die Pfeile brauche ich gerade noch nicht. Hier diese Teile auch nicht. Was war das hier? Krautzwergenauge. Und das hier war Krautzwergentrophäe. Okay. Na doch, warte mal. Man könnte... Geht das? Ah ne, in Möbel noch nicht freigeschaltet. Bräuchten wahrscheinlich diesen... Okay. Die 10 Feuersteine. Die liegen ja hier überall rum. Nehme ich mir mal 10. Dann könnte ich ja diesen Hackklotz... Der verbessert die Werkbank. Man sieht dann auch, da geht so eine kleine Leiste. Geht dann da links rüber. So eine Partikelliste. Leiste. Na, das, wie gesagt, dafür bauen wir dann mal ein eigenes Gebäude, aber jetzt hier soll das erstmal reichen. Werkbank Stufe 2. Fantastisch. Feuersteinmesser, ah ja, okay. Feuersteinspeer. Naja, cool, okay. Es wird aber langsam Nacht hier drin. Hier draußen. Und dann gehen wir mal schlafen. Das erste Mal. Unsere erste wohlverdiente, ruhige Nacht. Du träumst von einem hellen Saal, der mit anmutigen Kriegern und schönen Jungfrauen gefüllt ist. Die Luft summt vom Gesang, die Bretter ächzen unter dem Gewicht der dampfenden Speisen. Und das war's. So. Erste Nacht im eigenen Bett. Ich würde sagen, Tag 4. Sehen wir morgen, was hier passiert. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Start in die reguläre Woche dann ab morgen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.